ein ganz ausgeprägter Trend hier dieses Jahr auf der Nutzfahrzeug-IAA in Hannover ist der Verteilerverkehr in der Stadt, in urbanen Zentren und da insbesondere, wie überwinde ich die letzte Meile? Wir wissen ja, dass wir einen zunehmenden Verteilerverkehr haben durch die ganzen Dinge, die man im Internet kauft und dass daher natürlich ein erhöhter Transporter- und Verteilerverkehr in den Innenstädten ist. So, die letzte Meile heißt also, von Außenbezirken dann mit einfachen Fahrzeugen, Dreirädern, Fahrrädern, Lastenfahrrädern, dann möglichst emissionsfrei, elektrisch unterstützt, beispielsweise Pakete und anderweitige Sendungen auszuliefern. Das ist ein klarer Trend. Wie meistert man die letzte Meile, sagt man im Fachjargon dazu? Ja, wir sehen hier weitere Schritte in Richtung neue Mobilität. Neue Mobilität heißt nachhaltige Mobilität, meistens elektrisch angetrieben. Der Strom dazu kann allerdings auch durch Wasserstoff oder ähnliche Brennstoffe erzeugt werden. Das sorgt dafür, dass wir CO2-frei fahren werden eines Tages. Wir sehen dann auch die weiteren Schritte in Richtung autonome Fahren, also Fahren ohne Fahrer. Das wird insbesondere in den Innenstädten schon in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. Und ja, es ist schön zu sehen, mit wie viel Fantasie die Hersteller nun das verfolgen, sich positionieren, in den Wettbewerb treten. Sind sehr gespannt, wie schnell sich das realisieren lässt, denn natürlich sind dort noch ein paar Voraussetzungen seitens der Politik in Form von Infrastruktur oder auch Gesetzgebung vonnöten. Wir selber wollen daran teilnehmen, indem wir unsere schon in Frankfurt vorgestellten Konzepte modulare Batteriezellenmontagen, wie wir sie hier auch wieder zeigen, wo wir in einem Multimaterialmix aus Aluminium, Stahl, hochfesten Stählen mit einigen Patenten schon geschützt unseren Kunden Lösungen anbieten, wie Batteriezellen möglichst crashsicher, staubfrei und auch wassergeschützt verpackt werden können. Wir hoffen, dass wir unsere Kunden davon überzeugen können und senden herzliche Grüße aus Hannover.